Hallo, jetzt habe ich schon wieder ein neues Video dabei. Diesmal ist für Colorcraft. Das ist der Hersteller von Brushos und statt normalem Papier oder Aquarellpapier verwende ich diesmal Fotopapier. Ich habe das an den Rändern fixiert, wobei ich mittlerweile glaube, man hätte es gar nicht tun müssen. Das hat sie nämlich kaum gewellt. Und sprühe das kräftig mit Wasser ein, bevor ich die Brushos drauf mache. Und das ist echt Wahnsinn, das verlauft total schön. Und schaut wirklich klasse aus. Ein Bonus ist, dass das am Ende, wenn es trocken ist, überhaupt nicht mehr verlafft. Das ist permanent. Man kann da drüber gehen mit anderen Farben und die Brushos lösen sie nicht mehr. Ich habe das mit dem Föhn getrocknet, also mit dem Heißluftföhn, und dann zwei Karten ausgeschnitten in der Größe von einer Artist Trading Card. Jetzt mache ich noch ein bisschen weiter mit Acrylfarbe. Meine Hauptmotive habe ich auf Aquarellpapier gestempelt und koloriere die jetzt mit den Brushos. Dafür streue ich das Pulver in meine Palette und gebe ein bisschen Wasser dazu. Ich möchte es gerne ein bisschen schimmernd haben, deswegen nehme ich die Schimmer-Sprays von Colorcraft und verwende die ganz normal mit einem Pinsel. Für den Hintergrund verwende ich jetzt nur einen Textstempel, einfach für ein bisschen mehr Textur. Und wie fast immer kommen ein paar weiße Farbspritzer drauf. Ich habe dafür Acrylfarbe gemischt mit Wasser und Airbrush Medium. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt erkennen, einfach flüssige Acrylfarbe hernehmen oder Gesso vermischt mit Wasser. Das geht auch. So, und das sind schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und abonniert vielleicht meinen Kanal. Für mehr Videos schaut mal in meiner Infobox nach, da findet ihr auch meinen Englisch-Kanal. Für euch!